Es geht heute um Fusionen, Fehler, Wartungsarbeiten. Wir öffnen bestimmt auch noch drei heilige Splitter. Wir machen noch ein bisschen was über den Schlachtpass, gehe vielleicht noch auf ein paar Accounts von Zuschauern. Und ja, all dieses und noch viel mehr werden wir wahrscheinlich jetzt in diesem Livestream machen. Und die Stream-Highlights werde ich dann versuchen, so ein bisschen in verschiedenen Videos wahrscheinlich zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Das Game hat wieder eine Serverwartung. Es hat immer Serverwartung seit letztens. Da können wir uns aber auch gleich nochmal drüber unterhalten. So, wir switchen jetzt die Aufnahme. Zack, da sind wir. Und los geht's. Und wir gucken nochmal rein. Wir gehen mal ganz kurz über das Fusionsevent drüber. Gucken uns vielleicht nochmal kurz die Champions an. Und ich habe auch was Kleines vorbereitet für euch, wo ich dann euch auch hoffentlich dann nochmal den Link in irgendeiner Art und Weise teilen kann. Wir gehen einfach mal rein. Also es gibt ja das neue Fusionsevent, wenn man denn sich einloggen kann, weil seit dem neuesten Update haben wir ja mitbekommen, funktioniert das nicht so, wie das soll. Und ich weiß auch nicht warum. Ich vermute mal, es wird nicht wirklich richtig getestet oder die Testumgebung ist anders als die Live-Umgebung, was ich mir durchaus auch vorstellen kann, weil es gibt ja schon ständig immer wieder Probleme, seitdem sie irgendwelche Updates oder sowas machen. Also da funktioniert immer irgendwas nicht. Und dann diesmal wirklich sehr, sehr große Probleme. Also wir haben ständig nur noch Serverwartungen gehabt. Die Spieler sind gebannt worden aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht wissen. Danke für den Follow. Lieber Ico. Liko? Ico ist ein I, ja? Weil diese Schriftarten manchmal aber auch. Aber ja, vielen Dank für den Follow. So. Ich glaube, ich kann auch nur Follower auf Twitch anzeigen und nicht auf YouTube, weil ich glaube, Streamlabs nur mit Twitch verbunden zu haben und nicht mit YouTube. Also von daher, ich habe mich auch auf den Abend vorbereitet. No Werbung. So, gucken wir uns mal Rotos, den Verlorenen, an. Das ist ja der Main-Charakter. Es ist Valentinstags-Champion. Er funktioniert am besten natürlich mit seiner Partnerin, weil ohne Partnerin hat er halt seine eine Fähigkeit dann nicht komplett, was ich auch ein bisschen bekackt finde für dieses Event. Also vielleicht machen sie es ja so, dass sie zwei Fusionsevents hintereinander machen, einmal ihn und einmal seine Partnerin. Aber wir können da über die Fähigkeiten gucken. Terrorgeißel Level 1, hat einen Death-Verringerer drauf, greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 75% für zwei Runden einen Death-Steigerer, 60% zu verleihen und eine Chance von 30% auf eine Zusatzrunde. Er basiert auf Angriff und Lebenspunkten. Die Lebenspunkte müsste ich mir jetzt mal gucken, im Index gucken wir uns die am besten mal an, weil da kann man das immer auf aufgewertet sehen. Ich glaube, ja, Untot, sehr gut. Habe ich mir gemerkt, doch noch nicht so alt. Lebenspunkte 11.000, das geht. Angriff 1.500, das ist auch schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, Angriff und LP in Kombination. Man sieht leider nicht, wie sich das aufteilt, wie das funktioniert so wirklich. Ich vermute, dass er ganz schön Aua machen kann, wenn es tatsächlich auf beidem skaliert. Und die Zusatzrunde von 30% ist auf jeden Fall recht hoch. Wenn ich ihm jetzt noch ein Relentless Set anziehen würde, mit 18% auch noch dazu, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er ziemlich oft dran sein kann und auch ziemlich oft Leute kaputt macht, zum Beispiel in der Arena oder so. Also ich vermute für die Arena definitiv ein guter Champion. Dann das hier finde ich zum Beispiel auch ziemlich interessant. Greift einen Gegner an, verringert die maximalen LP des Ziels um 20%. Also 20% ist schon ziemlich krass. Ich vermute, dass wir hier einen Nerf sehen könnten, wie bei Tormin eventuell. Weil, ne, wir wissen, ist schon ganz schön krass beim Feuerritter manchmal, wenn er uns die LP verringert. Das führt natürlich dazu, dass wir uns auch schlechter heilen können. Weil je weniger LP hat, desto weniger Heilung, desto weniger halten wir ja natürlich auch durch. Kann die maximalen LP des Champions in einem Kampf nicht um mehr als 60% verringern. Okay, das ist ja schon mal gut, dass es nicht mehr als 60% sind, aber ich glaube, wenn ich ihn um 60% verringert habe, ist er sowieso schon tot. Kann die maximalen LP dieses Champions nicht um mehr als 60.000 steigern? Ah, die LP, klar, für die ersten Attacke basiert ja auf LP. Er kann sich bis 60.000 quasi ohne Set steigern. Und wenn ich dann natürlich nochmal LPs draufballer, dann wird es schon gefährlich auf jeden Fall. Also 80.000, 90.000 LP vielleicht?
Vielleicht sogar mehr. Ist vielleicht der erste, bei dem wir mal 100.000 sehen können. Der macht das schon ganz schön Schaden am Ende. Verringert nicht die maximalen LP von Bossen. Die maximalen LP dieses Champions werden um 15.000 gesteigert, wenn diese Fähigkeit gegen Bosse eingesetzt wird. Also gegen Bosse ist er quasi nicht so stark. Und man kann auch diese Fähigkeit nicht wirklich bei Bossen anwenden. Also man kann sie schon anwenden, aber man senkt halt die LP nicht. Und er macht aber trotzdem noch ganz gut. Aua, Blocke wiederbeleben ist immer so eine Sache, wo ich sage, ist sehr gut beim Eisgolem. Also bei den beiden Minions vom Eisgolem. Greift einen Gegner an, ignoriert 75% des Def-Werts des Ziels, ignoriert außerdem unsterblich und blocke Schaden-Buffs. Krass. Also Arena definitiv. Und 75% des Def-Werts ignorieren ist auch ganz schön krass. Also wenn er tatsächlich zuhaut mit der ganzen Geschichte. Auch weil es auf Angriff und LP wieder basiert. Uiuiui. Au, au, au. Durch diese Fähigkeit getötete Gegner können nicht wiederbelebt werden. Na, das hoffe ich doch stark, wenn er im Blocke wiederbeleben Buff drin, die Buff drin hat. Und hier ist die passive Fähigkeit. Das hier, hier unten, scheint nur durch Siffy die Verlorene zu funktionieren. Aber dafür vermute ich mal, dass hier oben ist generell immer seine passive Fähigkeit. Verringert den eingehenden Schaden eines einzelnen gegnerischen Treffers so, dass der erlittene Schaden 50% der maximalen LP des Champions nicht übersteigt. Na gut, wird vielleicht auch schwierig, wenn er 80.000, 90.000 LP hat. Kann einmal pro gegnerischem Angriff auftreten. Verleiht eine Zusatzrunde, wenn die Schadensverringerung eintritt. Auch schon wieder Zusatzrunde dabei. Puh. Verringert den durch Bossen erlittenen Schaden um 15%, verringert um 30%, wenn im selben Team ist. Also das scheint sich nur auf Siffy die Verlorene zu beziehen. Also muss man sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt haben, um ihn jetzt benutzen zu können. Huh, eieiei. Oh. 5 Euro, nur mal Danke sagen. Oh ja, vielen Dank, Popix. Danke, danke. Freut mich. Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt beim vielen Vorlesen, aber ich gucke immer mal in den Chat rein. Also ich versuche da immer mal durchzugehen. Vielen, vielen Dank, lieber Popix, für die 5 Euro. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann kann ich mir mal wieder ein Energiepaket leisten oder sowas. Wir haben hier die 4 Epics. Einen habe ich tatsächlich schon. Yay! Geil, einer. Die anderen sind alle neu. Also es sind tatsächlich die von den neuen Champions. Genauso ist es so, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte die neuen Champions sind. Und alle anderen sind welche, die man theoretisch schon haben könnte aus vorigen Splittern, Fusionsevents. Reliquia habe ich leider bei einem Fusionsevent schon verballert. Yay. Der hier ist farmbar, aber da ich ihn ja schon habe, brauche ich quasi sie nicht und kann mir das hier schon mal sparen. Also bei Fusionsevents ist immer erstmal wichtig zu gucken, wen habe ich und wen brauche ich vielleicht noch. Also da sollte man dann schon immer mal schauen. Und ich habe euch übrigens was vorbereitet. Tatsächlich heute im Laufe des Tages habe ich es noch geschafft, Dinge vorzubereiten. Und ich bin wieder bei Google Drive, bin ich reingegangen und habe mir mal was erstellt. Und zwar hier eine Zusammenstellung einmal, also Rotos der Verlorene, dann sind das die einzelnen Champions, nur zur Übersicht für mich gewesen. Dann habe ich gemacht Champions. Ich habe jetzt die Fraktionen und die Elemente noch nicht ausgefüllt, das kommt noch. Habe dann aufgeschrieben, in welchem Event man die bekommen kann. Und in welchem Datum. Dann kann man sich hier hinten immer schreiben, habe ich nicht. Und dann sieht man, wie viele braucht man, wie viele hat man, was muss man vielleicht noch tun. Und dadurch, dass ich ja Azure heißt glaube ich Englisch ausgesprochen, habe ich ja hier quasi auch alles grün. Wenn ich jetzt den nicht gehabt hätte, hätte ich hier auch gucken müssen. Und das Wichtigste, denke ich mal, aber für euch ist dann der Kalender, den ich hier erstellt habe. Ausbildungs-, Beschwörungsspinne, bla bla bla, damit man es so ein bisschen im Überblick hat. Vom 14. bis 23. ist halt das ganze Ausbildungsevent. Aber was ist halt noch dazwischen? Ein Beschwörungsevent, ein Spinnenevent. Welche kann ich kombinieren? Das ist immer das Wichtigste bei Fusionsevent, zu gucken, was kann ich kombinieren. Dann sieht man hier zum Beispiel das erste Dungeon-Taucher-Event. Kann ich zum Beispiel mit dem Eisgolem kombinieren. Artefakt und Arena kann man nicht wirklich kombinieren, man kann nur die Artefakte, die man vielleicht vom Eisgolem sammelt, hiermit benutzen, um die Artefaktauswertung zu machen. Ansonsten haben wir hier noch ein Drachen-Event. Blöd. Das fällt übrigens auch zum Dungeon-Taucher-Event hier mit rein, überschneidet sich. Also hier kann man sozusagen auch durch die Eisgolem- und Drachen-Events mit dem Dungeon-Taucher-Event in Verbindung Punkte sammeln.
Hier haben wir wieder einen Beschwörungsrausch. Da muss ich mitmachen. Das hier muss ich mir sparen. Also das erste brauche ich nicht. Ich habe ja schon den Apotheker. Dann habe ich hier einen Dungeon Taurer 2. Das geht halt bis 26.02. bis ans Ende. Und da ist nochmal Feuerritter und Drache. Und ich kann auch wieder Feuerritter und Drache wieder mit dem Dungeon Taurer Event kombinieren und mir damit dann quasi die Champions holen. Und dann habe ich hier hinten nochmal aufgeschlüsselt, welche blauen Charaktere man halt hier bekommen kann. Was ein bisschen kacke ist bei dieser Fusion aktuell schon wieder. Zum Download nicht direkt, aber ja, ich poste euch gleich den Link, ich gebe das gleich frei und dann könnt ihr sozusagen euch das im Google Drive selber dann speichern. Das gibt es dann gleich auch wieder. Was ich halt kacke finde bei diesem Fusionsevent, man kann die epischen nicht aus Events bekommen. Früher war es öfter so, dass man die epischen aus Events bekommen konnte und diesmal kann man die nur fusionieren. Das heißt, man muss halt alle aufsteigen lassen, leveln, ein Level nochmal hoch, also im Rang steigern und die Ränge aufsteigen lassen auf komplett. Das heißt, wir brauchen wieder haufenweise Tränke. Also es ist wieder so eine Trankschlacht, sage ich jetzt mal. Und wir können natürlich auch nochmal drauf eingehen, was ich jetzt für das Fusionsevent so ein bisschen vorbereite, weil das Sinnvollste ist immer, finde ich, erstmal die ganzen Champions rauszukramen, die man jetzt noch nicht gelevelt hat. Also wie hier die beiden, da bin ich gerade dran, die zu machen. Die gehören zum Fusionsevent. Und die muss man natürlich erstmal leveln und da ja sowieso das Ereignis ist für die Ausbildung, macht man da gleichzeitig auch noch die Punkte mit. Und dann mache ich das erstmal so, dass ich erstmal die beiden, dann ihn und ich glaube, ihn brauche ich gar nicht, auf jeden Fall ihn noch mit dazu mache und gucke, dass ich die quasi erstmal gesteigert bekomme und damit meine Punkte hole, bevor ich jetzt irgendwelche anderen Champions mache. Ich habe genug da, die ich jetzt noch leveln kann, die etwas höher sind, damit Punkte mache. Aber das Schwierigste finde ich immer ist ein Ausbildungsereignis. Das Gute ist, diesmal geht es einigermaßen, wenn man nur auf den Champion aus ist. Ich habe sozusagen jetzt angefangen, meine Champions, die ich halt brauche, zu leveln. 18.575 in 10 Tagen, das heißt, wir haben so circa 1.800 Punkte, die wir pro Tag machen müssen. Ich bin jetzt gerade bei 637. Danke, Wartungsarbeiten. Muss also noch ein bisschen was machen. Können uns hier ihn holen, können uns den Grobian holen, können uns Fechterin holen und auf sie kommt es ja quasi auch so ein bisschen drauf an. Achso, ja. Wie gehe ich halt vor? Ist gerade so ein bisschen die Frage gewesen. Also wie gesagt, ich hole erstmal die Champions raus und alle, die ich nicht gelevelt habe, fange ich natürlich erstmal an zu leveln. Ich mache auch die Ränge eher zum Schluss, weil das ja die meisten Punkte bringt. Also ich level quasi erstmal, mache aber auch die ich brauche, die steigere ich auch im Rang. Also die beiden zum Beispiel und ihn, die muss ich ja im Rang so oder so. Muss ich ja so oder so steigern. Also mache ich die auf jeden Fall zuerst. Level die, steigert die. Und dann suche ich erstmal noch ein paar mit einem etwas. Also ich bereite das natürlich immer so ein bisschen vor. Also ihr seht, ich habe jetzt hier schon ein paar grüne drin mit 5. Ja, das sind meine 5 Sterne. Die sind auch übrigens zum Verfüttern. Die blauen hier sind auch zum Verfüttern. Dann habe ich noch einen Arbiter, die ich aufsteigen lassen kann. Dann habe ich mein Monster schon vorbereitet. Dann habe ich meinen Turmin schon vorbereitet. Arbiter muss ich ja noch leveln. Das heißt, von ihr kriege ich nochmal easy Level-Punkte. Also ich mache quasi erstmal so ein bisschen mehr auf Level-Punkte. Und irgendwann ab der Hälfte des Events oder so fange ich dann erstmal an, die Ränge noch zu steigern. Ich habe auch noch Flüstern, die ich noch steigern kann. Und wir haben ja als Entschädigung auch so ein paar Hühnerpakete bekommen. Das heißt, ich habe auch noch Hühnerpakete am Start, habe aber bis jetzt noch nie Hühnerpakete gekauft. Und wir dann ans Level 4 Hühnerpakete. Muss ich selber gucken. Was haben wir denn jetzt bekommen? Level 4, okay. So, und dann müssen wir natürlich auch noch die ganze Kacke hier aufsteigen lassen. Das heißt also, für den Aufstieg habe ich jetzt leider nicht so viel vorbereitet. Das ist das halt, ich habe nicht so viel Dungeons gefarmt. Das, was man am meisten immer braucht, sind natürlich die blöden Arkanentränke. Ansonsten dann muss man halt gucken, was für ein Element die einzelnen haben. Lernelemente habe ich das letzte Mal bei Turmin ganz schön rausgeballert. Die mache ich dann aber auch jetzt am Anfang gleich noch mit. Also ich muss jetzt immer sagen, ich mache am Anfang schon immer das, was ich erstmal bekommen kann. Also die hier, wo ich safe weiß, die habe ich sicher, die habe ich jetzt aufsteigen lassen oder im Rang gesteigert. Die mache ich auf jeden Fall zu Ende und den Rest mache ich dann immer erst, wenn der nächste kommt. Wenn man natürlich sagt, ich will jetzt ein bisschen vorarbeiten, dann kann man natürlich auch vorarbeiten. Bloß das bringt halt momentan keine
Punkte, bringt auch leider nichts fürs Dungeon-Taucher-Ereignis. Man kann natürlich nebenbei leveln, also man könnte jetzt leveln und Tränke holen. Das heißt also, man könnte jetzt auch leveln und Tränke holen, bloß so viel EP macht es halt leider auch nicht. Aber wenn man nicht anders kann und keine Tränke hat, empfehle ich durchaus, dann in die Dungeons zu gehen und das Team halt so umzustellen, dass man nochmal zwei Leute oder drei Leute oder je nachdem, wie gut das Team halt ist, einfach dann mitnimmt und die noch ein bisschen nebenbei levelt. Also hier kann man ja auch ein paar Leute einfach rausnehmen, könnt jetzt ein paar Grüne noch mit reinbringen und das Ganze dann zum Leveln benutzen. Ansonsten sollte man dann immer noch mal gucken, was wann, wie gesagt, stattfindet und ob man das überhaupt schafft. Für Leute, die jetzt relativ neu sind im Spiel, lohnt es sich, wie gesagt, nicht. Also alle, die noch gerade am Anfang stehen, eine Fusionsevent ist eher, sag ich mal, eher eine Sache, wo man, wenn man am Anfang oder so ein bisschen schon in der Mitte steht, ist jetzt noch nichts, was man unbedingt verfolgen sollte. Ist jetzt eher was für schon fortgeschrittenere Spieler, die schon länger spielen und schon viele blaue Champions gesammelt haben. Vor allen Dingen das hier ist eins für etwas mehr, eher, denke ich mal, an die Veteranen gerichtete Fusionsevent, weil wenn man Eisgolem nicht ordentlich farmen kann, wenn man Drache nicht farmen kann, wenn man Spinne nicht richtig farmen kann, dann kann man sich das Ganze eigentlich schon mal schenken. Weil wenn man die Champions nicht hat, für Drachen-Event, Eisgolem-Event und so weiter, ab Stufe 13 kann man natürlich schon 6 Sterne bekommen, 6 Sterne-Equipment, aber meistens, wenn man erst Stufe 13 farmen kann, dann dauert es halt auch lange mit dem Farmen. Also selbst bei Stufe 20 kann es sein, dass man vielleicht 5 Minuten braucht, aber man kriegt halt 5 oder 6 Sterne und dann kriegt man natürlich auch ein paar mehr Punkte. Deswegen sind Speed-Teams natürlich das, was man am Ende gerne haben möchte.